So wie hier, in Filmaufnahmen aus den Jahren 1928 und 29, die über Krieg und Austreibung hinweggerettet werden konnten, kannte die Welt das Sudetenland. Gäste aus aller Herren Länder trafen sich in Karlsbad. Dort, wo seit Urzeiten heiße, heilkräftige Quellen aus vulkanischem Boden springen, suchten sie Gesundung, Erholung und Unterhaltung. ...1929. Herrliche Zeiten damals. Das Auto gehörte bereits zum Straßenbild, aber die Kutsche war noch nicht ausgestorben. Beschrieb, wo Kaiser und Zaren einander begegneten, wohin heute die Werktätigen und Funktionäre des Ostens auf Urlaub geschickt werden, sah man damals erfolgreiche Männer und elegante Frauen flanieren. Strahl des Sprudels wurden die Becher gefüllt. Und für Entspannung sorgte im Posthof Generalmusikdirektor Manzer durch seine weltberühmten Konzerte. Im Hotel Pupp vergnügte man sich beim Modetanz in Charleston. Die Kurstadt erschien immer festlich, und doch reichte der Alltag bis an ihre Tore. In Maschinenhallen dröhnten Transmissionen, und fleißige Hände schufen jene Spitzenerzeugnisse, die der sudetendeutschen Industrie Weltruf brachten. Frauen tragen in Bütten die Kaolinerde, aus der das berühmte Karlsbader Porzellan hergestellt wurde.